Wulfalil. Episode 62. Fellrüstung. Liebe Freunde der gepflegten Rollenspiele, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Wulfalil. Wir sind hier in Weißlauf. In der letzten Folge haben wir ja ein paar Tränke gebraut und ein bisschen was verkauft. Wir wollten noch einmal kurz in die Halle der Toten, noch einmal den Gott Arkai um einen Segen bitten. Der ist nämlich jetzt mittlerweile schon wieder verflogen, seit einiger Zeit. Und da ist es ja immer gut, wenn wir einen kleinen Bonus auf die Gesundheit haben. Und deswegen gehen wir jetzt hier in die Halle der Toten. Denn wir haben noch einiges vor. Wir wollten uns noch ein bisschen Ausrüstung herstellen. Fellrüstungen. Beziehungsweise weitere Teile der Fellrüstung. Und dafür müssen wir erstmal ein bisschen jagen gehen. Damit wir die ganzen Felle und Pelze bekommen. Und damit wir uns da nicht so lange herumärgern mit irgendwelchen Heiltränken oder so, nehmen wir einfach hier den Schrein von Arkai. Macht das Ganze ein bisschen entspannter. Und außerdem haben wir ja immer noch Dune dabei. Der hilft uns ja auch schon wieder eine ganze Zeit. So. Ich würde aber mal sagen, wir gehen jetzt erst einmal los und erlegen ein paar Tiere. Und dann stellen wir uns eine Fellrüstung her. Ich denke mal, so machen wir das. Wir werden gleich, wenn wir hier aus den Toren der Stadt getreten sind, auch erstmal die Mütze uns aufsetzen. Ganz einfach für den Rüstwert. Und ich glaube, weil es auch ein bisschen kühl ist hier in Weißlauf derzeit. Ja, das werden wir gleich noch herausfinden. Auf jeden Fall der Rüstwert, den lassen wir uns nicht nehmen. So. Fellhelm aufgesetzt. Bietet vollständigen Unterkühlungsschutz. Also besser geht's nicht. Das ist auch das Schöne an dieser Rüstung. Sie bietet wirklich vollständigen Unterkühlungsschutz. Nicht wie die ganzen anderen Dinger. So, wir brauchen dafür allerdings noch, für die Rüstung, brauchen wir noch zwei Felle, beziehungsweise Pelze. Und die werden wir uns jetzt... Naja, die werden wir uns holen. Müssen wir nochmal schauen. Wo haben wir denn Wölfe? Und ich würde einfach mal so sagen, wenn wir Richtung Flusswald gehen. Jetzt sage ich hier schon Flusslauf. Die Mischung aus Weißlauf und Flusswald. So, ja, wenn wir jetzt nach Flusswald gehen, da werden wir sicherlich auch Wölfe treffen. Und, wenn wir die erledigen, dann haben wir unsere Fellrüstung. Und auf die wollen wir ja so ein bisschen hinarbeiten. Und ich denke mal, dann machen wir uns auch noch die Fellarmschienen und die Fellschuhe. Dann können wir nämlich die, die wir jetzt tragen, nochmal verkaufen. Und dann haben wir nämlich ein komplettes Set einer Rüstung, mit der wir deutlich länger in den kalten Regionen von Himmelsrand umherreisen können. Dann wird das da oben in den kalten Regionen deutlich einfacher. Und das wird unsere Reise auch zum Beispiel nach Ustengraf deutlich vereinfachen. Das wird es uns deutlich angenehmer machen. Und das ist eine Möglichkeit, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Denn unsere Abenteuer werden auch so schon schwer genug. Das kann ich euch sagen. Wenn wir erstmal richtig die starken neuen Gegner aus Revenge of the Enemies bekommen. Oh Leute, das wird sowas von brutal. Da werden wir uns die Zähne dran ausbeißen. Das sage ich euch jetzt schon. Denn ja, ich habe natürlich teilweise auch mal offline so ein bisschen ein paar Dungeons erkundet und so. Einfach aus Jux und Dollerei. Mal gucken, wo andere Feinde sind und so. Und meine Güte, da gibt's Feinde. Bei denen sterben wir innerhalb von einer halben Sekunde oder so.
wenn die mal uns angreifen, das ist unglaublich. Also da werden wir schon mal nicht zu kurz kommen. Da vorne ist jetzt ein Wolf, der hat uns mittlerweile gesehen. Schade. Und er läuft einfach weg. Das ist klar. So, jetzt aber. Na. Noch einer. Na toll, da haben wir Dune angegriffen. Wir erwischen die Wölfe einfach nicht. Die sind zu flink. Die sind einfach zu flink für uns. Schießkunst verbessert, naja. Hat ja wenigstens was gebracht hier. Jetzt sind die Viecher tot und... Jetzt können wir uns die Rüstung herstellen. Also gleich in wenigen Momenten. So, erstmal noch den hier. So. Und dann, nee, hier war das nicht. Es kommt ja alles von einer Mod. Brauche ich kurz meine Tastatur für. Denn für die ganzen Tasten gibt es nicht so die ausreichenden Zuweisungen aufs Gamepad. Saubere Pelze brauchen wir. Und dann können wir uns hier diese Fellrüstung herstellen. Wir hätten uns auch vorher schon andere Fellrüstung herstellen können, wie zum Beispiel diese hier, aber ich finde, da ist ja nur dieser komische kleine Fellrock. Oder man könnte eigentlich schon sagen, das ist wie so ein Kilt. Aber ich dachte mir so, mit so ein, naja, für den Oberkörper noch was. Und dann nicht ärmellos, sondern mit Ärmeln. Dachte ich mir, jo, das ist doch was. Und das nehmen wir jetzt. Haben wir denn noch irgendwie was anderes hier? Wir hatten noch Steinbeil, Wanderstock. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 10%, wenn es in der rechten Hand getragen wird und man draußen zu Fuß geht. Kann benutzt werden, um Feuerholz zu schlagen. Ein Steinbeil. Da brauchen wir allerdings auch einen Stein für. Und den finden wir nicht so einfach. Aber wir können auch Steinpfeiler herstellen aus einem Stein und Feuerholz. Naja. Naja. Leintücher, da müssten wir dann unsere derzeitigen Kleidungsstücke zerreißen für. Das wollen wir nicht. Aber wir legen jetzt erstmal diese Rüstung an. Schauen uns damit mal so ein bisschen an hier. Wie sehen wir denn aus damit? Das sieht doch ganz gut aus. Klar, der Depth-of-Field-Effekt macht uns jetzt einen kleinen Strich durch die Rechnung, aber wir könnten natürlich auch einfach die Freecam aktivieren und dann können wir uns hier ansehen. Aber ich denke mal, so ist das doch eigentlich schon ganz okay. Wunderbar. Haben wir schon mal eine neue Rüstung? Und dann könnten wir nochmal weiteren Plunder verkaufen. Würde ich jetzt mal so vermuten. Aber wir ziehen erstmal wieder unsere Tunika an, denn wir gehen ja nach Flusswald. Na? Und die Leute sehen das da nicht so gerne, wenn man da wie ein Bandit gekleidet aufkreuzt. Das wissen wir ja. Wollen wir doch mal sehen, ob es da vorne am Ufer nicht wieder eine kleine Schlammkrabbe gibt. Ob die nicht schon wieder respawned ist. Könnten wir uns nämlich daraus einen Trank brauen, aber das sieht nicht gut aus. Oder doch? Doch. Da ist eine. Die ist aber auch ein bisschen stärker. Dune, da müsst ihr mithelfen. Da müsst ihr mit ran. Ja, unsere Magika ist nicht so groß. Na, jetzt kriegen wir sie. Genau. Wunderbar.
Schlammkrabbenbeine, die brauchen wir nicht, aber die hier. Schlammkrabbenchitin. So, das hat ganz schön an der Ausdauer gezerrt hier. Weil wir natürlich unseren Dolch verwendet haben. Aber der macht nun mal auch guten Schaden, der Dolch. Hauptsächlich natürlich wegen der Verzauberung. Das heißt also, sobald die verflogen ist, naja, müssen wir sehen, wo wir bleiben. Aber noch ist die Verzauberung ja da. Wir können nochmal überprüfen. Ja, okay, die Hälfte hat er noch. Etwas weniger als die Hälfte. Aber ich glaube, wir hatten noch einen winzigen, genau, einen winzigen Seelenstein, der auch mit einer Seele gefüllt ist. Da müssten wir uns dann nur einmal bemühen, dass wir da irgendwie nochmal was Neues bekommen. Und da wollen wir doch mal schauen, ob da hinten an der Schatztruhe hier hinten nicht wieder irgendein Bandit oder ein Dieb irgendwas reingelegt hat. Sich dachte, dass das ein gutes Versteck wäre und da ja sicherlich niemand reinschauen würde. Aber wollen wir doch erstmal schauen und hoffen, dass wir hier einen guten Fang machen. Wir haben einen Eisenbarren. Das ist schon mal was Nettes. 25 Goldstücke. 2 goldene Halsketten. Das ist doch mal. Daraus könnten wir uns sogar verzauberte Amulette daraus machen. Und einen winzigen Seelenstein, der aber nicht gefüllt ist. Das ist traurig. Denn um einen Seelenstein zu füllen, brauchen wir erst einmal die magische Fähigkeit dazu. Also da bräuchten wir eine Verzauberung von wegen Seelenfalle. Entweder wir bräuchten die Verzauberung oder den Zauber selber. Das sieht nicht gut aus. Also da müssten wir gefüllte Seelensteine entweder kaufen, das wird sehr teuer, die kosten gut und gerne mal über 1000 Septime, also derzeit. Naja, oder wir finden die, was leider extrem selten ist. Und da vorne sind noch weitere Wölfe. Na, den haben wir schon aufgeschreckt. Aber die Wölfe... Wollen wir uns um die nochmal kurz kümmern? Natürlich wollen wir das. Aber nicht mit unserem Dolch, sondern mit unserem Bogen. Na, wo seid ihr denn? Seid ihr immer noch da vorne? Seid ihr wieder da zurück? Oder? Nee? Wo seid ihr denn? Wo habt ihr euch jetzt versteckt? Wir sollten vielleicht nicht allzu hektisch hier hineinrennen. Nicht, dass die aus irgendeinem Gebüsch auftauchen. Da vorne ist er. Da vorne sind sie. Da haben sie sich versteckt. Alles klar. Kriegen wir einen Schleichangriff hin? Das will ich doch mal hoffen. Yes! Den haben wir. Und noch ein. Noch ein Fall. Das sind 3 Wölfe. Meine Güte. Das war schon alles. Wirklich? Alles klar. Erstmal kümmern wir uns hier um einen. Um einen alleine. So. Ich werde euch. Dann suchen wir uns den nächsten hier. Verfehlt. Aber Dune hat ihn erledigt. Und dann looten wir die auch nochmal aus. Lassen wir uns nicht entgehen. Vielleicht können wir uns aus denen schon irgendwie Armschienen oder sowas machen oder die Schuhe. Dann wollen wir doch mal schauen. Ja. Und den. Vielleicht aus 2 Pelzen machen wir saubere Pelze. Und dann aus dem 3. Wolfspelz machen wir die Schnüre. Ich glaube, so sollte das funktionieren. Aber müssen wir erstmal schauen, was brauchen die Schuhe denn überhaupt? Klar, die sind natürlich jetzt noch ausgegraut. Wo sind die denn? Ich kann das kaum lesen. So.
Ein sauberer Pelz und zwei Lederschnüre brauchen die. Das sieht doch ganz gut aus. Machen wir so. Dann machen wir einmal schon mal die Lederschnüre. Und dann machen wir nochmal einen sauberen Pelz. Und dann können wir uns schon die Fellschuhe. Die können wir uns schon mal herstellen. Und die Fellarmschienen. Da brauchen wir jetzt auch nur noch einen sauberen Pelz. Den haben wir doch auch noch. So. Meine Güte, und dann haben wir uns schon das komplette Set hier zusammengestellt. Das ging doch ratzfatz. So, die Lederarmschienen, na, da, ich denke mal, die Fellschuhe, das ist noch in Ordnung. Es kommt ja eigentlich hauptsächlich darauf an, dass wir nicht mit dieser Rüstung herumlaufen. Die sehen natürlich jetzt so ein bisschen bescheuert aus mit der Kleidung. Das muss man ja nun auch zugeben, da... Sieht so ein bisschen nach Hochwasserhose aus, aber wir werden ja sowieso meistens mit der Rüstung rumlaufen. Von daher muss uns das jetzt auch nicht wirklich interessieren. Aber sie halten gut warm, die Schuhe. Das lässt sich ja nun nicht von der Hand weisen. Wenn wir in die Kälte gehen, hoch in den Norden, dann sind das eigentlich die besten Schuhe, die man so kriegen kann. Und wir gehen jetzt erstmal ins Flusswaldhandelskontor und verkaufen all unseren schönen, wertvollen Plunder. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswaldhandelskontor ist wieder das, was es einmal war. Ja, was habt ihr zu verkaufen? Oh, etwas hiervon, etwas davon. Oh, dann wollen wir uns doch mal ansehen, wie viel Geld er uns gibt. 11 Septime hierfür. Und wir kriegen schon mal Redekunst verbessert. Das ist eine schöne Sache. Hier haben wir unser komplettes Set. Verrüstung, Fellschuhe. Goldene Halsketten, die verkaufen wir ebenfalls. Weil wir die jetzt nicht wirklich gebrauchen können. Die Lederarmschienen, die haben zwar einen Punkt höheren Rüstungswert. Aber das muss uns nicht interessieren. Dafür haben wir ja jetzt eine komplette Rüstung und einen Fellhelm. Also sind wir letztendlich sogar besser ausgerüstet als vorher. Und das Ziegenfell, da müssen wir nochmal gucken, dass wir nicht irgendwann mal eine andere Ziege finden. Dass wir dann zwei Ziegenfelle haben und, naja, daraus nochmal Leder oder sowas herstellen können. Und dann haben wir noch die Eisenbarren, da würde ich doch einfach mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Genau, erstmal bis zum nächsten Mal, Lukan. Da würde ich doch einfach mal sagen, dass wir kurz nach hinten zur Mühle gehen, einmal ein Stück Holz zerschlagen, dass wir zwei Stück Feuerholz haben. Eines davon verkaufen wir, das andere werden wir an der Schmiede einsetzen, um einmal uns ein bisschen Pfeile herzustellen. Würde ich jetzt mal so sagen, dass wir das so machen. So. Und zack, das war's doch auch schon. Und wir tragen schon längst zu viel. Meine Güte. Wir sind überladen wie sonst was. Zum Glück haben wir bald ein Level up. Dann haben wir die Probleme nicht mehr. Aber erstmal legen wir nochmal die Holzfällerachst ab. Zack. Und schon können wir wieder laufen. Schöne Sache. Und gehen jetzt erstmal zur Schmiede. Stellen den einen her, also die 24 Pfeile. Und dann gehen wir noch einmal zu Hot und... Obwohl, wir haben doch eigentlich schon so viel Geld, wir könnten doch eigentlich Alvor fragen, ob er nicht einen Eisenbarren hat, oder? Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Ja, wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ja, das ist schön, das ist schön. Für 76...
Septime, das ist doch eigentlich schon ein guter Preis. So, dann haben wir nämlich hier. Also gut. So. 48 Eisenpfeile. Nummer 1, Nummer 2. Ach, Leute, ist das nicht schön. Und es gibt so viele tolle Sachen, die wir uns hier an der Schmiede herstellen können. Herrlich. Und das ist ja auch noch lange nicht alles. Das sind ja nur Grundrezepte hier. Quasi. Aber wir können ja noch mit, wenn wir wirklich schmieden gehen und richtig anfangen, professionell zu schmieden. Das heißt also, wir holen uns immer wieder Schmiedematerialien, schmieden was, verkaufen das wieder, werden besser im Schmieden, machen bessere Rüstungen und alles. Dann schalten wir natürlich auch irgendwann, ganz logisch, mit den Perks, weitere, ja, Zweige der Schmiedekunst frei. Das könnte man natürlich machen. Und dann hätten wir irgendwann sogar drachengeschmiedete Rüstung. Na, das können wir uns hier mal kurz ansehen. Das ist ja eigentlich ein schöner Fähigkeitenzweig. Hier vorne haben wir ihn. Ja, schon mit dem ersten Perk hier schalten wir die Stahlschmiedekunst frei. Zwergische, hier haben wir die schweren Rüstungen. Also orkische, Zwergen, Ebenerz und dädrische zum Beispiel. Drachenrüstung gibt es einmal aus den Schuppen und einmal aus den Knochen. Jeweils leichte und schwere Rüstung. Vulkanglas, hier haben wir dann die, die leichten Rüstungen. Obwohl, Stahlplattenrüstung war doch auch irgendwie schwer, oder? Naja, aber Schuppenrüstung halt. Elfenrüstung sind auch leicht. Und natürlich können wir auch mit diesem Perk hier die Waffen verzaubern. Also beziehungsweise, wir können... Nee, nicht die Waffen und so verzaubern, das können wir ja schon längst. Wir können verzauberte Waffen oder Rüstung an der Schmiede verbessern. Das kann man nämlich normal nicht. Wenn man eine Verzauberung auf ein Schwert oder sowas legt, dann kann man das nicht nochmal verbessern. Und, naja, wenn man diesen Perk hat, dann kann man das. Oder wir nehmen einfach hier weiter Verzauberung. Und geben uns da magische Buffs und so. Und werden damit dann irgendwie der Meister der Arkanen Macht. Und natürlich hier bei der Verzauberung ganz oben natürlich zwei Verzauberungen auf einen einzigen Gegenstand wirken. Eine unglaublich mächtige Sache, die Verzauberung. Aber bis es soweit ist, ne, müssen wir noch ordentlich was machen. Aber schauen wir doch erstmal nach, was wir denn so alles noch haben hier. Wir haben viele, viele Tränke. Also das ist auf jeden Fall klar, bei unserem Level-Up müssen wir einmal auf Ausdauer skillen, damit wir ein bisschen mehr Traglast bekommen. Das ist ganz klar. Oder wir könnten einfach das Schlachtrossstein Dings benutzen. Es gibt nämlich einen Wegschrein, einen Wegstein namens Schlachtrossstein. Der ermöglicht es uns, mehr zu tragen und wir werden durch unsere Rüstung nicht verlangsamt. Was allerdings so jetzt auch nicht irgendwie ins Gewicht fallen würde. Aber, liebe Freunde, wir machen hier erst einmal eine kleine Pause. Wir haben ordentlich was geschafft. Was ich so eigentlich auch nicht wirklich geplant hatte, in einer Folge fertig zu kriegen. Wir haben ein komplettes Rüstungsset fertig, Leute.
Das ist eine schöne Sache. Damit können wir jetzt eigentlich direkt nach Ustengrauf gehen und könnten uns dort allen Gefahren stellen, die sich uns in den Weg stellen. Ich denke mal, sowas werden wir noch machen. Demnächst. Aber erstmal machen wir eine schöne, gepflegte Pause. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn wir Wulfaneel spielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich sage Tschüss und bis dann.